Hallo zusammen, wir haben den 18. Mai. Es ist 7.17 Uhr. Ich habe mir gedacht, ich gucke mal wieder auf den Nasdaq. Das habe ich nämlich festgestellt, das habe ich schon seit ein paar Wochen jetzt gar nicht mehr gemacht. Schande über mich. Das hier ist der Wochenchart. Eine Kerze, eine Woche. Dass ihr mal seht, was der seit 2012 für einen Weg, der war 2500. 2500. Was der da in 8 Jahren hier für einen Weg hinter sich gebracht hat. 13.000, was ist bei momentaner Kurs? 13.360 heute Morgen hier, Ex-Notiz. Das ist schon heftig. Ja. Ein Aufwärtstrend ineinander, aber immer wieder schöne Korrekturen hier. Und ich habe hier eine gestrichelte Linie reingelegt im Wochenchart. Das ist für mich diese MOB-Linie, Make or Break. Da gehen wir gleich im Tageschart auf. Wir haben hier ein ganz klares Doppeltop und jetzt handeln wir hier relativ neutral an der 20-Wochen-Linie. Technisch auf Wochensicht angeschlagen, ja, aber der hat noch Platz bis hier runter. Für mich ist das momentan nichts anderes als ein Atmen. Jetzt gucken wir mal hier auf den Tageschart. Das ist der Tageschart. Und diese Linie ist so wichtig hier. Und das ist die 12.200. Ja, oft bestätigt, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Das ist eine ganz, ganz wichtige Linie. Also irgendwo auf so einem kleinen Post-it schreiben, 12.200, und mal irgendwo an den Computer bappen. Da ist aber momentan nichts passiert. Wenn ich die letzte Bewegung nehme, diese hier, und ziehe die einfach mal hoch über die Fibos, ist ganz interessant. Wir haben lediglich ausgeatmet bis noch nicht mal bis zu diesem 61er Retracement. Das ist eine wunderbare Bewegung gewesen. Die hat mal richtig Luft abgelassen. Und von daher ist das grundsätzlich noch in Ordnung. Jetzt ziehe ich es mal andersrum und sage, ich gehe ein bisschen näher ran und sage, zeig mir doch mal diese Bewegung hier. Und jetzt kommt die Korrektur der Korrektur, der Rücklauf auf die letzte Korrektur. Das Interessante ist, das 61,8er verbindet sich momentan mit der 20-Tage-Linie und ist ganz knapp hinter dieser Abrisskante hier, bei 13.716. Bisher hat er nur zum 38er geschnüffelt. Das muss man jetzt wirklich mal ein bisschen abwarten, was der da macht. Auf Tagessicht sieht er gar nicht so schlecht aus über das MACD, über den Oszillator. Da hat er durchaus weitere Möglichkeiten. Allerdings glaube ich nicht, dass es über die 20-Tage-Linie, die fällt ja jeden Tag ein bisschen, drüber hinausgeht. Das kann ich mir jetzt so noch nicht ganz vorstellen. Ich glaube auch nicht an neue Highs. Dafür ist es momentan hier und da doch ein bisschen zu heiß gelaufen und einige Werte aus dem Nasdaq reagieren doch ziemlich heftig, weil sie einfach zu heiß gelaufen sind. Also ich bin nicht der Meinung, das zusammenzufassen, dass wir ein neues High machen. Ein wichtiger Punkt, wichtiger erster Punkt ist diese 12.973 hier. Und der zweite, und das ist der viel wichtigere, ist die 12.200. Ich habe mal für die jeweiligen Bewegungen was rausgesucht. Wenn ich der Meinung bin, dass das hier weiter hochzieht, kann ich natürlich ganz brutal hier drunter gehen. Aber das wäre ein viel zu großer Hebel. Das mache ich auch nicht. Ich liege hinter diesem, mit dem Schein, den ich ausgesucht habe, hinter dieser kleinen Unterstützung hier bei 12.615 und ich habe diesen Schein hier rausgesucht, 12.608,81. Das ist die GH3RP9. Das hat einen 18er Hebel, das ist kein kleiner Schein, ja, kann man schon ordentlich was mitmachen. Und ich rechne tendenziell damit, dass wir die 20-Tage-Linie sehen, wo auch immer die in den nächsten 3-4 Tagen liegen wird. Beim Put ist es ein bisschen einfacher, da einzufinden. Der muss schlicht und ergreifend hier hinterliegen. Und da kann ich auch gleich den ersten hier nehmen, 14.090er Basis. Aber das ist ein Open-End-KO, das heißt, der reduziert jeden Tag seine Basis. Muss man ein bisschen darauf achten, wem der zu heiß ist, der geht dann vielleicht mal 50, 60 Punkte höher. Das ist die GF1WHH. GF1WHH, 14.090. Sind wir also hinter dem All-Time-High. Der kommt ins Spiel, wenn wir diese 12.970 hier unterbieten mit Schlusskurs. Dann kommt der rein. Vorher noch nicht. Also der muss ich jetzt erstmal ein bisschen finden hier. Das Ausatmen war heftig, aber notwendig und gut für den Markt. Hat schön bereinigt. Jetzt im Moment liegt er bei mir relativ neutral, allerdings mit leicht positivem Beigeschmack, zumindest für die nächsten 3-4 Handelstage. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.